Herzlich willkommen bei Spiele am TV. Wir haben heute wieder ein Spiel aus dem letzten Jahr, und zwar ein nominiertes Spiel für Spiel des Jahres 2015. Hat es nicht bekommen. The Game heißt das. Ja. Ein Kartenspiel, mal zur Abwechslung. Wieder. Genau, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Aber ein kooperatives Kartenspiel. Ja, mehr oder weniger kooperativ. Mhm. Ja. So, was macht man hier bei dem Spiel? Also wir haben jetzt erstmal vier Karten hier liegen, 200er und zwei Einser. Mhm. Ziel des Spiels ist es, alle Karten wegzukriegen, die im Spiel sind. Und zwar legt man abwärts auf bei den zwei Stapeln und aufwärts bei den zwei Stapeln. Mhm. Ganz grob gesagt. Ja, ja. Das sind auch schon mehr oder weniger die Regeln. Zwei Stapeln aufwärts legen, zwei Stapel abwärts legen. Und das halt natürlich in der richtigen Reihenfolge. Aber das sollte, glaube ich, jeder von uns können, oder? Ja, ich denke schon. Also, wie gesagt, die Karten sind alle nummeriert von 2 bis 99. Und jeder hat 7 Karten auf der Hand. Ja. Und man darf jetzt, wenn man dran ist, so viele Karten ablegen, wie man möchte. Aber mindestens 2. Mindestens 2 Stück, das ist die Grundvoraussetzung. Sollte man irgendwann mal keine Karten mehr legen können, also diese Grundvoraussetzung nicht mehr erfüllen können, verlieren alle Spieler das Spiel. Ja. Also sollte man intelligent ablegen und den anderen Spieler und sich selber nichts verbauen. Mhm. So, es gibt noch eine kleine Sonderregelung, und zwar man kann, mal als Beispiel, finde ich jetzt nicht auf, mal kurz. Ja, vermutlich nicht, aber man kann rückwärts legen in 10er Schritten. Heißt, wir legen hier bei den Stapeln abwärts. Heißt es, wir hätten jetzt hier eine 65 liegen. Könnte eine 75 drauflegen, dass es wieder rückwärts läuft, dass man halt mehr Luft wieder nach unten hat. Genau. Und halt in der anderen Richtung. Genau, natürlich, wenn man jetzt eine 40 liegt, dann darf man mit einer 30 wieder 10 abbauen. Ja. Genau. Und so läuft es dann ab. Also das heißt, man hat immer noch kleine Chancen, wieder was rückgängig zu machen, ja, oder zurückzugehen. Ja, das ist schon alles. Ja, mehr oder weniger, ja. Genau, und wir spielen das jetzt. Ja, genau. Ja, dann fangen wir mal an. Mit Karten Auszeigen. Sind gemischt. Ja. Jeder kriegt jetzt 7 Karten. 4, 6, 7. So. Also wir dürfen unsere gegenseitigen Karten natürlich nicht angucken. Ist ja wohl ein bisschen logisch, weil sonst macht es das Spiel kaputt. Wir dürfen auch keine Zahlen nennen, die der andere nicht oder legen soll. Ja, also namentlich die Zahlen, also genau, den genauen Zahlenwert dürfen wir nicht nennen. Was man aber darf, ist zu sagen, auf den Stapel bitte nichts mehr legen oder sowas halt. Ne? Ja, leg nicht mehr viel drauf. Oder leg keine Ahnung. Also nur Hauptsache keinen genauen Zahlenwert. Genau. So, und jetzt fangen wir an. Also wie gesagt, 2 Karten immer legen und der Rest ist optional. Soll ich anfangen? Du darfst gerne anfangen, ja. Gut, dann fange ich an. Und zwar, ich habe ganz gute Karten zum Anfang. Und zwar einmal eine 2. Oh, cool. Und 95. Gut, okay. Ich muss jetzt ein bisschen. Und ich muss jetzt wieder 2 Karten ziehen. 2. Zwei, ich habe ja 2 gelegt. Ja, ist richtig. Also, ja, man muss ja immer wieder die 7 Karten auf der Hand haben. Genau. Ich werde jetzt mal hier einen kleinen Schritt gehen, und zwar auf 83, 82, 81. Warum auch immer ich diese Zahlenfolge auf der Hand hatte. Das weiß ich auch nicht. Und ich würde sagen, ich lasse das dabei und ziehe 3 Karten, weil ich 3 gelegt habe. Bitte hier nichts mehr legen. Mhm. Ich habe nämlich lustigerweise auch eine funny Zahlenreihe. Und zwar mache ich das jetzt ganz tricky. Und zwar 78, 75, mhm, 71, 69. Hast du noch 79? Na, das hätte ich. Ach so, jetzt. 79. Ja. Na gut. 4, 5. Okay, machen wir es mal so. Hier die 4. Und dann. Machen wir doch mal hier 70 hin. Und wenn ich schon die 70 lege, kann ich auch die 68 dahin legen, oder? Oder nicht? 1, 2,
Ei. Ja. Gut, dann ich, ja. Da bitte nicht ganz so viel, also nee, keinen großen Schritt machen. Wenn möglich. Nee, ich mache hier und zwar 7 und 8. Okay. Und 2 Karten wieder auf die Hand. Dann machen wir hier die 64 hin. Und die 11 kommt dann einfach hier hin. Und ich glaube, mehr lege ich da jetzt nicht. Nein. Also ihr seht ja schon, wir haben jetzt erst 2 Stapel begonnen. Das heißt, wir haben noch 2 Optionen offen, falls da mal irgendwas schief geht. Bitte hier nichts legen. Gar nichts oder gar nichts. Nicht viel? Am besten gar nichts. Es sei denn, du hast die höchste Zahl, die du legen kannst. Nein, nicht ganz die höchste, aber ja, fast die höchste. Dann lass es noch. Aber fast die höchste. Lass es noch. Wir haben 64. Ich will jetzt nicht zu viel... Ah, da besser auch nichts legen, wenn wirklich. Eigentlich nicht möglich. Ich muss hier. Scheiße. Ja, dann mach halt. Alles andere wäre noch schlimmer. 56 und 55. Ja gut, okay. Also immer die 98 hier. Und ja, dann lass das mal da. Und ich hätte die nächste gehabt. Dann kann ich jetzt leider nicht mehr legen. Naja. Da ich was legen muss, mache ich die 51 hin. Und das reicht mir damit auch. Also ich habe 2 gelegt. Gut. Ich habe jetzt hier die 97. Und jetzt wird's scheiße. Weil ich muss da einen ganzen Block überspringen. Willst? Ja. Vielleicht kann ich es rückgängig machen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum musst du so einen ganzen Block überspringen? Weil meine nächste kleinere Karte nicht im 40er-Bereich liegt. Und von unten nach oben geht nicht? Wenn ich einen ganzen Haufen überspringen will, nicht. Also das wäre Schwachsinn. Für mich zumindest, wenn du es echt überspringst. Ich weiß ja nicht, wie niedrig du hast. Also sehr niedrig, es ist Mittel. Mittel. Aber wer hat denn das gemischt? Weiß ich nicht. Das kann doch nicht sein. Eine Sauerei. Dann fange ich halt den letzten Stapel an und überspringen massig. Ja, mach halt. Massig einfach. 32. Bist du bescheuert? Mach doch lieber hier. Ach so, ja, da. Hier 32, 33, 34, 36, 38. Okay. 5 Karten ziehen. 3. Okay. 5. Ja, das sieht doch schon eher nach gemischten Karten aus. Du hast gemischt vorhin. Ja. 47, 45. Schon mal mein Soll erfüllt. Ich weiß nicht, kann ich da was legen, was Niedriges? Oder gibt es da eine unter knapp? Also ich weiß nicht, hast du eine kleine Zahl? Ja. Einstellig? Ja. Okay. Wie weit darf ich da gehen? Zweistellig nicht. Ja, ne, zweistellig sowieso nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die legen soll. Ich meine, nach unten kann man immer gehen. Ja, gut, okay, machst du was so. Ist das okay oder ist das zu? Ja, geht so. Okay, 3. 3. 2, 4, 6. Hä, warum habe ich nur 6 Karten auf? Weiß ich, hab's einfach vergessen. Habe ich ziehen? Falsch gezogen? Wahrscheinlich. Falsch gezogen. Du hast ganz viele gelegt. Ja, da habe ich vielleicht falsch gezogen. Ja, gut, dann. 9. Und? Da geht, oder? Da kann man noch, ja. 87. Okay. 2 Karten. Komm schon. Ich kann ja nicht mal einen Schritt gehen hier, das ist voll beschissen. Wie weit darf ich da gehen? Nicht weit oder weit? Oh, du kannst da. Ja? Ja.
weiß nicht, ob das schlau ist. 21. Jetzt vielleicht nicht arg viel weiter. Nicht mehr. Arg viel weiter. Ja. Und jetzt noch? Jetzt nicht mehr weiter. Jetzt nicht mehr weiter. Okay, ich habe jetzt sowieso mein Zoll erfüllt. Dann gehe ich aber auch nicht weiter. Oh fuck, jetzt kommt gerade die Karte. So. Wo kann ich denn? Also ich würde nämlich hier jetzt weiterlegen. Wie weit gehst du? Ein bisschen weiter. Okay. Ganz bisschen weiter. 24? Jetzt vielleicht nicht mehr allzu viel weiter. 25? Okay, also stopp. Du hast den Soll ja erfüllt jetzt. Ja, ich überlege mir nur, ob ich jetzt noch eine weglege. Wenn es nicht so ein großer Schritt ist. Ja, komm, 40. Okay. Und 4, 7 brauche ich 3 Karten, also 3. Okay, dann lege ich die 26 hier hin. Brauchst du da noch irgendwas da drüben? Ja, das wäre voll gut, wenn du da nichts hinlegst. Okay, dann lasse ich das. Dann muss ich jetzt gucken, wie ich weitermache. Ja, also ich muss irgendwie einen kleinen Schritt gehen. Ach nee, muss ich gar nicht. 84. Das lasse ich mal so dabei, würde ich sagen. Okay, ja. Was sind wir denn? 1, 2. Ups. Ich habe eine gemeine Zahl. Okay, warte mal, ich lege mal hier 27 dann. Und hier 80. Eine 80. 27. Darf ich da weit gehen? Wo? Ob ich da ein paar Schritte. Ja. Ganz Stück. Okay, dann mache ich die 31 dahin. Und die zweite Zahl. Boah. Also, ich muss jetzt halt was machen, ne? Ja, mein Gott. Kann man nichts ändern. Der geringste Schritt, den ich legen kann, ist jetzt aktuell. Warte mal, nein, ich kann auch da hochgehen. Ich gehe hier hoch. 50. Ja. Und dann lasse ich's. Bitte hier nichts legen. Ich kann nochmal hochgehen. Hier bei mir ist natürlich jetzt ein bisschen blöd eben. Das sind 76 hier. Also wie gesagt, hier wäre es nicht schlecht, wenn du nichts legst. Weil okay, wie sieht es hier bei denen aus? Da ist es mir momentan relativ egal. Weil da muss ich ordentlich drauflegen. Dann machst du aber auf einem Stapel, der höher ist. Ja, 61. Alter, da ist der Schritt hier aber geringer. Oder 71, oder 61 runter. Das sind ja fast 30. Ja. Nein, ja, ja, 76 runter ist, glaube ich, besser. Das sind 16. Nur. Ja. Nur. Gut, okay. 2. Also ich gehe wieder einen Schritt hoch auf 60. Ach komm schon. Eine Karte muss ich jetzt noch legen. Und ich, ja gut, okay, aber ich muss jetzt auch für den Schritt gehen. Ja, nee, muss ich gar nicht. Ich habe 59, lol. Okay, ich lasse das. Oh, mega fett. Aber arg viel bringen tut es mir halt dann im Endeffekt doch nicht. Ich habe hier eine 28. Mhm. Zum runtergehen wieder. Nicht schlecht. Lass das mal. Ich habe noch was. Was ist 59? Alter, ich verkack's jetzt voll. Nein, verkack's nicht. Leg irgendwas Sinnvolles. Ich kann nicht. Ja, dann mach wenigstens den Stapel nicht ganz kaputt. Fast kaputt. Wie fast kaputt? Fast kaputt. Kannst du nichts anderes legen? Nein. Dann leg halt. Verdammt, 2 Karten. Ja, das waren jetzt 59 auf 22. Ja, das war jetzt nicht schön, weißt du das? Das war überhaupt nicht schön. Das ist Spielzerstörer. Voll kacke. Also gut, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Auf 18 zurück. Mhm. Und der geht ja abwärts, gell? Mhm. Da muss ich jetzt wohl, weil du ja mir das kaputt gemacht hast. Da hätte so viel noch zwischenkommen können. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr gelegt. Ehrlich jetzt.
Werb mich mal beim nächsten Mal bitte vor, wenn du nicht mehr kannst. Ja. Kannst du wieder nicht? Doch. Ja. Ja, doch. Okay. Dann mache ich da jetzt wohl aus Szene 52 draus, weil anders geht's jetzt nicht mehr bei mir. Mhm. Dank dir. So, ich sag jetzt mal eins. Ach fuck, warum? Ah, nee. Wenn du den wieder nicht zerstörst. Nee, ich kann. Und zwar mache ich es jetzt nicht ganz so wild, glaube ich. Also ist egal, ob ich da oder da lege, weil es jedes Mal... Hä? Ich glaube, hier ist es viel besser, 20. Ja, hier ist besser, ist viel besser. Und dann lass den bitte in Ruhe. Okay, weil da hätte ich was zum Drauflegen zwar noch. Kannst du hinterher noch. Wenn du noch was anderes hast, was du machen könntest, wäre ganz cool. 17? Ja, das ist okay. Also dann gehe ich jetzt und hier... Machst du noch was? Nee, zwei ziehen. Ich mache jetzt hier auf den 10er. Also gehe ich wieder einen Schritt zurück. Oh cool, da kann ich wieder was legen. Jetzt muss ich noch was legen, weil ich muss jetzt wieder irgendwas zerstören, glaube ich. Naja, zerstören ist ein bisschen ein falsches Wort für. Vernichten! Vernichten! Nein, ich gehe jetzt halt dann von mir aus, ich kann es jetzt halt nicht ändern, aber ich muss jetzt hier auf die 42 runter. Wenn das jetzt nicht zu krass war. Geht nicht anders. Hast du noch was? Hast du zwei gelegt? Ich habe zwei gelegt, ja. Okay, dann musst du jetzt ziehen, dann bin ich dran. Ja, ich kann hier. Ich kann hier legen, und zwar gar nicht so schlimm, 14 und 15. Geh mal bitte nicht ganz weit. 15. Ja, okay. Und bitte nicht weiter. Es sei denn, du kannst noch was legen. Nee. Was so in den Dreh rum ist. Nee. Nein, okay. Okay, dann nehme ich mal die 19 hier hin, weil anders kann ich jetzt gerade nicht. Dann wird es jetzt gerade ziemlich scheiße, ne, mit den Zahlen. Mhm. Wir bekommen auch immer weniger Karten. Ja, ich muss jetzt aber was zerstören, gell? Ja. Ich auch langsam bald. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Es ist noch relativ mittig, hoffe ich mal. Also, was kann ich denn jetzt da noch zerstören, damit es nachher passt? Okay, machen wir es doch mal so. Tut mir leid, ich kann aber jetzt dafür 4 Karten rausschmeißen. Ja, mach. Tut's weh. Es tut weh. Na? 67. Wow. Ja. 72. 73 und ich spring zurück auf die 63. Und dann habe ich 2, 3, 4, 5. Was anderes hat keinen Sinn gemacht. Ich hätte so oder so irgendwas Hohes legen müssen. Mhm. Den Stab hier hochzukriegen wäre cool. Ach, kann ich aber nicht. Jetzt muss ich ja erstmal aber, und zwar, ich lege hier dann 29 und da 13. Das ist jetzt blöd. Also ich muss jetzt entweder wieder einen Stapel zerstören. Da kann ich irgendwie runter? Nee, kann ich nicht. Doch, ich kann runter. Ich gehe auf die 53 runter. Aber ich muss jetzt wieder hochgehen. Mhm. Nein, ich habe eine Idee. 54, 58, 48. Oh. Tricky, gell? Jetzt bin ich fertig, 4 Stück. Bei mir wird es halt jetzt echt mies. Wieder. 46, 48 haben wir da. 29 da. Das nächste wäre bei mir... Du kannst keinen Schritt gehen, oder? Du kannst keinen Schritt irgendwie hoch oder runter gehen. Nee. Hm. Ich überlege mir, aber nein. Bitte hier nichts hinlegen. Wenn möglich. Also am besten die beiden nicht. Wenn es geht. 57? Ja. Puh. Und jetzt muss ich halt da drauflegen. Aber da kriege ich 4 Karten weg. Hoffentlich allzu hoch. Doch, sehr hoch. Nein, oder? Doch. Ach, scheiße. Ja, kannst oder du... ich gehe hier sehr niedrig. Das muss ich halt selber, ne? Ja. Ich würde auch nicht zum großen Schritt hier machen, ne? Das ist ein
guter Schritt. Von hier, hier? Ja. Dann nicht, dann bitte nicht. Dann mach lieber den oberen. Ja, dann lege ich aber auch gleich mehrere. Kannst du doch wieder zurückgehen mit dem? Nein. Kann ich nicht. Ja, dann mach. Okay. 88, 90, 91, 92. Kannst du noch höher? Dann mach. Nee. Okay. 2, 4, 5. Schade, hätte es sein können, dass du höher kannst. Okay, weil ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich machen kann. Erstmal gehe ich jetzt hier einen Schritt runter. Also auf die 12 und dann da oben, du wirst es vielleicht dumm gucken, 99, aber 89. Geh zurück auf die 89 zurück. Muss ich mal gucken, warte mal, ich habe hier... Und wenn es okay ist, kann ich hier einen kleinen Schritt gehen, also den kleinen? Ja. Dann mache ich dir auf daraus eine 37. Passt doch, oder? Ja. Okay, dann kann ich jetzt 4K ziehen. 1, 2, 3, 4. So. Ich bin hier eine 30. Ah, warte mal, ich habe noch keine Karte noch nicht angeguckt. Was ist das? Lag davor? 29. Okay, passt. 30 und dann lege ich da oben drauf jetzt. 39. Ja. Okay. Ich kann noch weitergehen. Bitte hier nicht mehr wirklich was legen. Das waren jetzt zwei Karten. Wolltest du nicht noch tiefer? Nee, das waren doch jetzt zwei Karten. Wolltest du noch tiefer gehen? Ja, ich kann da tiefer gehen. Fast bis zum Schluss. Dann hebt die mal auf, das geht ja noch. Ja. Also wenn's da 2 für 5, ich habe ja 2 gelegt. 2 also hat man schon raus, ja. Also wenn es da 3 oder sowas ja. ist, dann liegt noch nichts. 2 kann ich jetzt legen. Okay. Ich mache jetzt aus mit 41, 43, nicht mehr arg viel weiter. 44, weiter gehe ich nicht mehr. Okay. Wäre auch blöd jetzt. Ja. Für mich. Ja. Und mehr kann ich dann auch nicht. Okay, hast du ja 2. Ja, ich habe 3 sogar gelegt. Ja. 1, 2. Was haben wir denn? 89? So, jetzt müssen wir aber aufpassen, gell? Wir müssen richtig aufpassen. Lass naja. Mich mal ganz kurz gucken, weil ich mich nicht weiß, was ich habe. Also ich lege da unten jetzt weiter und hier. Bei den beiden. Geh mal bitte nicht allzu weit. Allzu weit, bitte. Also ich gehe eine gute Handvoll weit. Nein! Nein? Nein, nein. Gut, dann ich kann auch da gut Karten legen, dann, sonst nicht. Ja, aber ich weiß nicht, nee, ich leg hier. Leg mal eine hin und ich sag, ob du weitergehen sollst. Nee, ich leg hier erst hin, weil 46 und 49. Okay. Und da oben, ich leg hier was hin, aber ich gehe wieder zurück. Ja. Ja, mit mir egal, kannst du machen. Ich ziehe jetzt erstmal die 2 und jetzt haben wir lustigerweise eine Sonderregel wieder. Nämlich, sobald der Stapel hier aufgebraucht ist, musst du mindestens nur noch eine einzige Karte legen. Also nicht mehr mindestens 2, sondern nur noch eine mindestens legen. Okay, jetzt pass auf. Aber nach oben wieder offen. Natürlich. Dann müssen wir aber aufpassen, weil ich sonst wahrscheinlich nicht mehr wegkomme. Also ich kann hier unten nichts mehr legen, außer einer Karte. Und die ist ein großer Schritt weg. Ich kann hier knapp drunter legen. Dann lasse ich das weg. Hier kann ich gar nichts mehr legen. Da kann ich... Da kann ich, ja gut, das ist ja schon noch alles offen, das geht ja bis 100 hoch. Hier gehe ich jetzt weiter, weil anders... Ja, mach mal. Moment, das ist eine 89. Ja. Jetzt wundere dich nicht, ich kann wieder zurückgehen, wenn nötig. Mach. Kannst du die nächste legen? Nein. Okay, dann lege ich die hin und gehe dann auf die... 86 zurück. Okay, gut, dann bin ich jetzt dran. Und zwar lege ich dann... Hier bitte Schritte abklären. 35. Hier. Ja. Und du kannst hier sowieso nichts mehr legen. Ja. Da kann ich nichts mehr legen. Hier. Ja. 5. Und 3. Mhm. Du. Jetzt muss man gucken, dass es auch nachher passt. Kannst du da drunter legen? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Gar nicht mehr? Ich kann nur noch hier legen. Okay, jetzt muss ich mal... Hier und da kann ich noch legen. Ja, jetzt pass auf. Dann lege ich mal die hier erstmal hin, damit ich meinen Soll erfüllt. Okay. Ich kann jetzt nur noch da legen. Sonst nirgendwo mehr. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier richtig spielen. Nicht zu weit. Ich kann... 17 Schritte vorwärts kann... Nee, 5... Ich habe eine... Du darfst keine Zahl sagen. Ich weiß. Also ich gehe einen kleinen Schritt, auf jeden Fall, wenn ich jetzt was lege.
Und wenn jetzt was legst, was drüber ist, dann haben wir ein Problem. Ich müsste da halt auch was hinlegen. Also ich kann jetzt auch erstmal hier auf jeden Fall mal die Safe 93 auf jeden Fall. Nee, was ist das doch? Ich kann da eh nicht mehr drüber legen. 93. Okay, ich habe nämlich drei Karten, die alle da drüber sind. Sind sie nah beieinander? Zwei sind nah beieinander und eine ist nicht so nah beieinander. Ist die eine drüber oder drunter? Die sind höher, die ist niedriger. Also zwei höhere. Die niedrigere, die hier dran ist, die ist nicht allzu weit weg. Die ist nicht allzu weit weg. Das ist nicht allzu weit. Ja, wir dürfen halt keine. Eine Hand, zwei Hände voll. Tricks, ne? Zwei Hände voll. Weniger. Weniger. Aber jetzt bin ich ja dran, oder? Nein, du hast nicht fertig gemacht. Ich habe eine gelegt. Ja, du bist auch noch dran. Ja, das ist dann die Frage. Dann leg die mal. Wenn es drüber ist, dann ist scheiße. Dann haben wir aber verkackt. Ja! Ja! Und die anderen sind weit drüber. Naja, ungefähr gleich weit wieder weg. Okay, dann machen wir das so. Und mehr lege ich nicht. Ich habe jetzt noch eine Zahl, die ist noch ein gutes Stückchen drüber. 74? Ja. Ja! Klar, nicht! Oh nee! Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Beim zweiten Mal, ja, das ist unser zweites verkackt. Mal, dass wir das gespielt haben. Beim ersten Mal hatten wir echt viele Karten übrig. Mhm. Boah. Und das mehr oder weniger mit richtig spielen. Wow! Ja, wir haben am Ende ja keine Zahlen genannt. Wir haben gesagt, weit weg oder nah. Das kann nicht laufen. Dürfen wir ja. Dürfen wir. Doch, dürfen ja. Nur keine direkten Zahlen sagen. Ja. Sehr geil. Ja. Okay, man kann sich darüber streiten, ob das mit den zwei Händen noch... Ja. Ja. Gut. Nee, aber ja, wir haben gewonnen. Das Spiel wurde besiegt. Wir haben alle Karten weg. Jetzt gibt es theoretisch noch in der Schachtel noch das Add-on. Warte mal, da haben wir hier noch was extra dazu. Haben wir uns aber noch gar nicht richtig angeguckt. Und zwar The Game on Fire. Oder wie war das? On Fire, gell? Fire, genau. The Game on Fire. Da gibt es 6 extra Karten. Mhm. Also 22, 33, 44, 55, 66, 77. Und die haben noch jetzt irgendeine spezielle Bedeutung im Spiel. Also die tauschen einfach die 11, die 22 und so weiter aus. Die haben die ganz normalen Karten. Und dann haben sie noch eine besondere Regel. Ja, und zwar, wenn die gelegt werden, muss der nächste Spieler spätestens die Karte abdecken. Sonst ist das Spiel verloren. Das heißt, man muss das Feuer löschen. Okay, ja, sozusagen. Ja, okay, interessant. Das macht es noch einiges schwerer. Ja. Mhm. Naja, was gibt es dazu zu sagen? Also es ist sehr simpel, das ist ja von 5 Sekunden erklärt. Runterlegen, drüberlegen. Fertig. Richtige Reihenfolge beachten, keine Zahlen nennen. Und halt wie gesagt die 10 Schritte. Kann man. Und die 10 Schritte zurück, ja. Spiel kann man ja auch sogar alleine spielen, also steht auch in der Anleitung drin. Aber gut, ob man da jetzt Lust drauf hat, ist halt eine andere Frage. Naja, kann man machen. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja mal machen, ja. Was was gibt's zum Spiel zu sagen? Ja, eigentlich... So simpel wie es ist, so lustig ist es tatsächlich. Irgendwie, also ich denke mal, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, wohin geht es bis 5 Spielern? Ja. Zu 5 ist es wahrscheinlich noch eine kleine Herausforderung selber, weil man muss ja auch dann, ich meine, wir konnten uns abwechseln am Ende, ja. Aber bei 5 Spielern muss halt man... Immer, ja, das genau. Ist, das könnte ein echtes Sieg kosten. Ja, das Lustige ist ja, wir haben das jetzt ewig nicht gespielt, weil wir uns irgendwie ein bisschen geziert haben davon, ja, also, davor. Ja. Aber... Tatsächlich ist es lustig. Macht Spaß. Ja, doch. Also kann man empfehlen, ist auch etwas für einen kleinen Geldbeutel. Ja. Und ich denke mal, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das Spiel beinhaltet einfach die ganzen Karten von 1 bis 9, von 2 bis 99. Das ist halt die 4 hier. Und das war schon alles. Und ihr seht ja, es ist sehr simpel zu spielen und man kann es auch in mehreren Runden spielen. Ja. Sind auf jeden Fall stabil, die Karten. Ganz typisch halt. Gibt's eigentlich nicht viel dazu sagen. Ja. Zumindest kann man nicht großartig was aussetzen. Nee, das überhaupt nicht. Alles andere ist natürlich dann Geschmackssache. Genau. Könnt ihr ja wissen, ob was für euch ist. Ja, das war's dann soweit von uns, würde ich mal behaupten. Ja. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ja. Wenn es heißt, wieder einschalten, Spiele am TV. Tschüss.